Heute wieder mit einer Geschichte von Leo Tolstoi, dem großen russischen Dichter des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute mit der Geschichte Der Patensohn. Die Geschichte ist so lang, dass sie in zwei Teilen gesendet wird. Ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Die Bibel, Matthäus 5, 38 und 39. Und die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Römer 12, Vers 19. Einem armen Bauern wurde ein Sohn geboren. Der Bauer freute sich und ging zu seinem Nachbarn, um ihn zum Gevatter zu bitten. Doch der schlug es ihm ab. Er habe keine Lust, bei so armen Leuten Pate zu stehen. Da ging der arme Bauer zu einem anderen, aber auch der wollte nicht. Das ganze Dorf lief ab, kein Mensch wollte bei seinem Kind Gevatter stehen. Da ging der Bauer in das Nachbardorf. Unterwegs traf er einen Wanderer, der Wanderer blieb stehen. »Grüß dich, Bäuerlein«, sagte er, »wohin des Wegs?« »Gott hat mir ein Kindchen geschenkt«, erzählte der Bauer. In jungen Jahren zur Hege, im Alter zur Pflege, wenn man ins Grab mich senkt, dass es in Liebe meiner denkt. Weil ich aber so arm bin, will kein Mensch in unserem Dorf Gevatter stehen, darum bin ich ausgegangen, um einen Paten zu suchen. Sagte der Wanderer, nimm mich zum Gevatter. Da freute sich der Bauer, bedankte sich bei dem Wanderer und sprach, wen soll ich zur Gevatterin bitten? »Zur Gevatterin«, sagte der Wanderer, »bitte du die Kaufmannstochter. Geh in die Stadt. Auf dem Platz steht ein Haus aus Stein mit Läden am Eingang. Bitte du den Kaufmann, dass er seine Tochter bei deinem Kinde Pate stehen lässt.« Das schien dem Bauern bedenklich zu sein. »Wie soll ich denn, lieber Gevatter«, sagte er, »zu dem reichen Kaufmann gehen? Der wird mich über die Achseln ansehen und seine Tochter nicht gehen lassen.« Darum sorge dich nicht, geh nur hin und bitte sie, und morgen früh mach alles fertig, dann komme ich zur Taufe. Der arme Bauer kehrte nach Hause zurück, fuhr in die Stadt zum Kaufmann, das Pferd stellte er im Hofe ein, der Kaufmann selbst trat vor die Tür. Was ist gefällig, fragte er, mit Verlaub, Herr Kaufmann, Gott hat mir ein Kindchen geschenkt, in jungen Jahren zur Hege, im Alter zur Pflege. Wenn man ins Grab mich senkt, dass es in Liebe meiner denkt. Bitte, lass deine Tochter bei meinem Söhnchen Pate stehen. Wann ist die Taufe? Morgen früh. Schön, geh mit Gott. Morgen zur Mittagsmesse wird meine Tochter da sein. Am nächsten Tag fuhr die Gevatterin vor und kam der Gevatter. Der Kleine wurde getauft, doch kaum war die Taufe vorüber, ging der Gevatter fort und niemand erfuhr, wer er war, und seit der Zeit sah man ihn nicht wieder. Der Knabe wuchs heran zu der Eltern Freude, war gesund, fleißig, klug und bescheiden. Er war 10 Jahre alt, als seine Eltern ihn lesen und schreiben lernen ließen. Wozu andere 5 Jahre brauchten, das lernte er in einem Jahr. Bald hatte er nichts mehr zu lernen. Es kam das Osterfest, der Knabe ging zu seiner Taufmutter zum Osterkuss, kam wieder nach Hause und fragte, »Vater und Mutter, wo wohnt mein Pate? Ich möchte auch ihm diesen Osterkuss geben.« Sagte der Vater zu ihm, »Das wissen wir nicht, mein liebes Söhnchen, wo dein Taufpate wohnt. Das macht uns selber Sorgen. Wir haben ihn seit deiner Taufe nicht wieder gesehen, haben nichts von ihm gehört, wissen nicht, wo er wohnt und nicht, ob er noch am Leben ist.« Da verneigte sich der Sohn vor Vater und Mutter, »Lass mich ziehen, Vater und Mutter, und meinen Taufpaten suchen. Ich will ihn suchen und ihm den Osterkuss geben.« Da ließen Vater und Mutter den Sohn ziehen, und der Knabe ging fort, um seinen Taufpaten zu suchen. Der Knabe verließ das Haus und machte sich auf den Weg. Er ging einen halben Tag, da traf er einen Wanderer. Der Wanderer blieb stehen. »Grüß dich, Knabe, wo gehst du hin?« spricht der Knabe. »Ich war bei meiner Taufmutter zum Osterkuss, kam wieder heim und fragte die Eltern, wo mein Pate wohne.
Ich will auch ihm den Osterkuss geben. Da sagten die Eltern zu mir, das wissen wir nicht, Söhnchen, wo dein Pate wohnt. Gleich nach deiner Taufe ist er fortgegangen und wir wissen nicht von ihm, nicht einmal, ob er noch lebt. Da wollte ich meinen Taufpaten sehen. So habe ich mich aufgemacht, um ihn zu suchen, sprach der Wanderer. Ich bin dein Pate. Da freute sich der Knabe und gab ihm den Osterkuss. Wohin führt dich jetzt dein Weg, lieber Taufpate? Fragte der Knabe. Kommst du in unser Dorf, kehre bei uns ein. Gehst du aber nach Hause, will ich mit dir gehen. Sprach der Pate, ich habe jetzt keine Zeit, bei euch einzukehren. Ich habe in den Dörfern zu tun. Nach Hause komme ich erst morgen. Dann komme zu mir. Wie soll ich dich finden, Väterchen? Geh nach Sonnenaufgang immer geradeaus. Da kommst du in einen Wald. Mitten in dem Wald wirst du eine Lichtung sehen. Auf dieser Lichtung ruhe dich aus und pass auf, was dort vorgeht. Wenn du dann aus dem Wald herauskommst, wirst du einen Garten erblicken und in dem Garten ein Schlösschen mit einem goldenen Dach. Das ist mein Haus. Du gehst durchs Tor, ich werde dir entgegenkommen. So sagte der Taufpate und war plötzlich verschwunden. Der Knabe tat, wie ihm der Pate befohlen hatte. Er ging und kam in einen Wald. Er trat auf die Lichtung hinaus und sieht, mitten auf der Lichtung steht eine Kiefer. Und an dem einen Ast der Kiefer sah er einen Strick befestigt und an dem Strick baumelte ein großer, dicker Eichenklotz. Unter dem Klotz stand ein Trog mit Honig. Während sich der Knabe noch den Kopf zerbricht, warum wohl hier ein Trog mit Honig steht und darüber ein Klotz aufgehängt ist, kracht es auch schon im Wald und er sieht einen Trupp Bären kommen. Voran die Bärin, hinter ihr ein Sprössling vom Vorjahr und zuletzt noch drei kleine Bärchen. Die Alte schnupperte mit der Nase und ging geradewegs auf den Honig zu, die junge Gesellschaft hinter ihr drein. Die Bären steckte die Schnauze in den Honig und lockte die Jungen an. Die sprangen herbei und scharten sich um den Trog. Der Klotz geriet etwas ins Schwanken, baumelte zurück und stieß die Bärchen an. Die Bären sah es, warf den Klotz mit der Pfote ärgerlich zurück. Der Klotz flog weiter weg, kam wieder zurück und schlug mitten in die Kleinen hinein. Den einen traf er am Rücken, den anderen am Kopf. Die Bärchen brüllten auf und sprangen weg. Da brummte die Alte grimmig, hob den Klotz mit beiden Tatzen über den Kopf und schleuderte ihn beiseite. Der Klotz flog hoch in die Luft. Da kam der junge Bär wieder zum Trog gesprungen, steckte die Schnauze in den Honig und fing an zu schmatzen. Da liefen auch die anderen herbei, und kaum waren sie wieder da, kam der Klotz zurückgeflogen und schlug den jungen Bären mit solcher Gewalt gegen den Kopf, dass er tot zur Erde stürzte. Da heulte die Alte noch grimmiger, packte den Klotz und schleuderte ihn mit aller Gewalt fort. Der Klotz flog über den Ast hinauf, sogar den Strick riss er. Wieder ging die Bären zum Trog und alle Kleinen folgten ihr. Der Klotz flog hoch hinauf, hielt an und stürzte zurück. Je tiefer er herunterkam, umso schneller flog er. Schnell kam er angesaust, flog auf die Bären zu und traf sie mit aller Wucht auf den Schädel. Die Bären schwankte, fiel zur Seite, zuckte noch ein paar Mal mit den Beinen und verreckte. Die Bärchen rannten davon. Der Knabe wunderte sich und lief weiter. Er kam zu einem großen Garten. Im Garten standen hohe Gemächer mit einem goldenen Dach. Am Tor stand der Pate und lächelte. Er begrüßte den Taufsohn, geleitete ihn durchs Tor und führte ihn durch den Garten. Eine solche Pracht und Seligkeit, wie sie in diesem Garten herrschte, hätte sich der Knabe nie träumen lassen. Der Pate ging mit dem Jungen ins Schloss. Die Gemächer waren noch prächtiger. Er führte ihn durch alle Zimmer. Eines war schöner und lustiger als das andere. Da kamen sie an eine verschlossene Tür. »Siehst du diese Tür?« fragte der Pate. »Kein Schloss hält sie zu, nur ein Siegel. Man kann sie öffnen, aber ich verbiete es dir. Wohne hier und spaziere überall herum.
geh, wohin du willst, und tu, wozu du gerade Lust hast, genieße alles Glück und alle Freuden, nur eines verbiete ich dir, geh nicht durch diese Tür. Gehst du aber dennoch hinein, so denke an das, was du im Walde gesehen hast. So sprach der Alte und war verschwunden. Der Taufsohn blieb allein zurück und lebte nun im Schloss. Und sein Leben war so selig und froh, dass er glaubte, es wären nur 3 Stunden verflossen. In Wirklichkeit aber waren es 30 Jahre. Als die 30 Jahre um waren, ging der Taufsohn eines Tages an der verschlossenen Tür vorbei und dachte, »Warum hat mir mein Pate nicht erlaubt, in dieses Zimmer zu gehen? Ich will nachschauen, was eigentlich drin ist.« Er stieß gegen die Tür, die Siegel sprangen ab und die Tür tat sich auf. Der Patensohn trat ein und kam in eine Halle, die größer und prächtiger war als alle anderen im Schloss. Mitten in der Halle stand ein goldener Thron. Der Patensohn schritt durch die weite Halle, ging auf den Thron zu, stieg die Stufen hinan und setzte sich. Wie er sich umsieht, sieht er neben dem Thron ein Zepter stehen. Er nimmt es in die Hand und siehe da, mit einem Schlage versinken alle 4 Wände der Halle. Er schaut sich um, die ganze Welt liegt offen vor seinen Augen da und er sieht alles, was die Menschen tun und treiben. Geradeaus erblickt er das Meer, auf dem die Schiffe schwimmen. Zu rechten leben fremde Völker, die keine Christen sind. Zu linken sieht er Christen, aber keine Russen. Und endlich auf der 4. Seite sein eigenes Volk. »Ich muss schauen«, sagt er, »was sie bei uns zu Hause tun und ob das Korn gut steht.« Und er sieht das heimatliche Feld, sieht die Getreidepuppen stehen. Und wie er gerade die Puppen zählt, ob es heuer viel Getreide gibt, sieht er einen Bauernwagen, auf dem ein Mann sitzt. Der Patensohn denkt, es sei der Vater, der nachts die Gaben einfahren wollte. Er schaut näher hin und erkennt den Dieb Wassili Kudratschow. Der fährt zu den Puppen hin und ladet die Gaben auf seinen Wagen. Das ärgert den Patensohn. Er ruft, »Vater, man stiehlt uns die Gaben vom Feld!« Da erwachte der Vater auf der Nachtweide. »Mir träumte«, sagte er, »unsere Gaben wurden gestohlen. Da muss ich doch nachschauen.« Er setzte sich aufs Pferd und reitet aufs Feld. Er kommt hin, sieht den Wassili und ruft die Bauern zusammen. Die prügeln den Dieb, binden ihn und werfen ihn ins Gefängnis. Der Patensohn schaut auf die Stadt, wo seine Taufmutter wohnt. Er sieht, sie ist mit einem Kaufmann verheiratet, liegt im Bett und schläft. Ihr Mann steht heimlich auf und schleicht zu seiner Geliebten. Da ruft der Patensohn seiner Taufmutter zu, »Wach auf! Dein Mann ist auf Abwege geraten!« Die Kaufmannsfrau springt aus dem Bett, zieht sich an, sucht ihren Mann, überhäuft ihn mit Schimpf und Schande, verprügelt die Dirne und jagt den Mann aus dem Hause. Der Patensohn schaut nach seiner Mutter. Die liegt in der Hütte und schläft. Da schleicht sich ein Räuber ein und erbricht ihre Truhe. Die Mutter wacht auf und fängt an zu schreien. Der Räuber greift gleich nach der Axt, holt aus und will die Mutter totschlagen. Da konnte es der Patensohn nicht mehr aushalten. Er warf das Zepter nach dem Räuber und traf ihn gerade an die Schläfe, so dass er tot zu Boden fiel. Kaum hatte der Patensohn den Räuber erschlagen, schlossen sich die Wände wieder und die Halle war wieder so wie vordem. Die Tür tat sich auf und der Pate trat ein. Er trat auf den Patensohn zu, nahm seine Hand, zog ihn vom Thron herab und sprach, »Du hast meinen Befehl nicht gehorcht. Das erste Unrecht, was du tatest, war, dass du die verschlossene Tür geöffnet hast. Das zweite, dass du auf dem Thron stiegst und mein Zepter in die Hand nahmst. Und das dritte, dass du das Übel auf der Welt vermehrtest. Wärest du noch eine Stunde auf diesem Thron geblieben, hättest du die halbe Welt zugrunde gerichtet.« Darauf führte der Pate den Taufsohn wieder auf den Thron und nahm das Zepter in die Hand. Und wieder versanken die Mauern, und alles lag offen vor ihren Augen. Sprach der Pate, »Schau,
was du deinem Vater angetan hast. Wassili hat ein ganzes Jahr im Gefängnis gesessen, hat dort alle Gemeinheiten gelernt und ist ganz verwildert. Schau, soeben hat er deinem Vater zwei Pferde gestohlen und nun zündet er ihm den Hof an. Das hast du deinem Vater angetan. Der Patensohn sah, wie der Hof seines Vaters in Flammen aufging. Dann hüllte der Pate alles in Nebel und befahl ihm, nach der anderen Seite zu schauen. »Siehst du dort den Mann, deiner Taufmutter?« sagte der Pate. »Es ist nun ein Jahr her, dass er seine Frau verlassen hat, und seit der Zeit treibt er sich mit anderen Weibern herum. Sie aber hat vor Kummer zu trinken angefangen. Seine erste Geliebte ist vollständig gesunken. Das hast du deiner Taufmutter angetan.« Der Pate verhüllte auch dies vor ihm und zeigte ihm sein Elternhaus. Da sah er seine alte Mutter. Sie weinte über ihre Sünden, bereute sie und sprach, »Besser wäre es gewesen, der Räuber hätte mich seinerzeit erschlagen. Dann hätte ich doch nicht so viele Sünden begehen können. Das hast du deiner Mutter angetan.« Auch das verhüllte der Pate vor seinen Augen und zeigte nach unten. Der Patensohn erblickte den Räuber. Zwei Wächter hielten ihn vor der Gefängnistür. Sprach der Pate, »Dieser Mensch hat 9 Seelen umgebracht. Er hätte seine Sünden wieder gut machen können. Du hast ihn erschlagen und damit alle Schuld auf dich geladen. Nun bist du für alle seine Sünden mitverantwortlich. Das hast du dir selber angetan. Die Bären stieß einmal an den Klotz. Da schraken die Kleinen. Sie stieß ein zweites Mal dran. Da wurde der junge Bär erschlagen. Als sie aber den Klotz zum dritten Mal beiseite stieß, grub sie sich selber das Grab. Dasselbe tatest auch du. Ich gebe dir noch 30 Jahre Frist. Geh in die Welt und sühne des Räubers Sünden. Gelingt es dir nicht, musst du an seiner Stelle büßen.« Sprach der Patensohn, »Wie soll ich seine Sünden sühnen?« Da sagt sein Pate zu ihm, »Wenn du so viel Übel auf der Welt vertilgst, wie du über die Welt gebracht hast, dann hast du nicht nur deine eigenen, sondern auch die des Räubers gesühnt.« Fragte der Patensohn, »Wie soll ich das Übel auf der Welt vertilgen?« Der Pate erwiderte, »Geh nach Sonnenaufgang immer geradeaus. Du kommst dann auf ein Feld, auf dem sind Leute. Pass auf, was sie machen und lehre sie, was du weißt. Dann gehe weiter und gib Acht, was du sehen willst. Am vierten Tag kommst du in einen Wald. In dem Wald ist eine Zelle. In der Zelle lebt ein Starez. Dem erzähle, was geschehen ist. Er wird dich lehren, was du zu tun hast. Und hast du alles getan, was dir der Starez befehlen wird, dann hast du deine und des Räubers Sünden gesühnt.« So sprach der Pate und ließ den Taufsohn zum Tor hinaus. Der Patensohn machte sich auf den Weg. Er ging seines Wegs und dachte, »Wie soll ich das Böse aus der Welt schaffen? Auf Erden rottet man es aus, indem man die Verbrecher in die Verbannung schickt, ins Gefängnis wirft oder hinrichten lässt. Wie soll ich es aber anfangen, dem Bösen zu steuern und dabei nicht fremde Sünden auf mich zu laden?« Der Patensohn zerbrach sich den Kopf, konnte aber die Lösung nicht finden. Er ging und ging und kam auf das Feld. Auf dem Feld wuchs Getreide. Es stand dicht und in vollen Ähren und harrte der Ernte. Da sah der Patensohn, dass sich ein Kalb in das Getreide verirrt hatte und dass Leute, die es gesehen hatten, zu Pferde angeritten kamen und das Kalb im Getreide von einer Seite auf die andere jagten. Immer, wenn das Kalb aus dem Korn herausspringen wollte, kam irgendeiner angeritten, so dass das Kalb zurückschrach und wieder in das andere Getreide hineinlief, und dann jagten wieder alle hinter dem her. Auf dem Wege stand aber ein Weib und heulte, »Sie hetzen mir mein Kälbchen zu Tode!« Sprach der Patensohn zu den Bauern, »Warum tut ihr das? Reitet heraus aus dem Korn! Mag doch die Bäuerin ihr Kalb rufen!« Die Leute hörten auf ihn, trat das Weib an den Rhein heran und rief, »Komm, komm, Braunchen, komm!« Da spitzte das Kalb die Ohren, horchte und lief dann auf die Bäuerin zu, fuhr ihr mit der Schnauze unter den Rock und hätte sie beinahe umgeworfen. Da waren die Bauern froh und das Weib war froh und das Kalb war froh. Ging der Patensohn weiter und dachte, »Jetzt sehe ich,
dass man Böses mit Bösem nur schlimmer macht. Je mehr die Leute hinter dem Bösen herjagen, umso mehr breitet es sich aus. Darum folgt, dass man Böses nicht durch Böses tilgen kann. Womit man es aber ausrotten kann, das weiß ich noch nicht. Ein Glück, dass das Kalb auf die Bäuerin hörte. Hätte es das nicht getan, wie hätte man ihm dann beikommen können? Und der Patensohn zerbrach sich den Kopf, konnte aber die Lösung nicht finden und ging weiter. Soweit für dieses Mal. Das nächste Mal hört ihr den zweiten Teil der Geschichte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.